Nürburgring! 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 Oh, komm mal nicht raus. Was geht ab, liebe Leute? Wir sind am Nürburgring! Alle sind heute mal dabei hier. Heute haben wir den Misi, den Raffi und der Brück, der hat sich gerade versteckt. Und wie ich euch schon im letzten Video gesagt habe, ist jetzt Zeit für den zweiten Teil der Nordschleife-Lizenz. Muss man da lang? Und jetzt gehen wir gerade zum Team und schauen mal hin, was uns heute so erwartet. Bevor wir jetzt loslegen, Leute, müssen wir heute dem Raphael zum Geburtstag gratulieren. Lieber Raphael. Alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Ja, danke. Wie fühlt 21, man sich so mit 35? 35, 21, Junge, 21, die magische Zahl. Genial. Ja, mega. Ja, ist halt so, ne? Ein Jahr älter geworden. Ja, darfst du halt vielleicht mitfahren, ne? Ich darf vielleicht mitfahren. Ich habe mir hier so ein cooles Bändchen besorgt, ne? So ein Gastfahrer. Und mal gucken, ob ich mit Daniel dann eine Runde drehen darf. Auf dem Nürburgring, ne? Müssen wir gucken, ob wir die Zeit dazu haben, aber vielleicht darf der Raffi heute mit mir im Regen mit dem Auto, das wir jetzt gleich fahren, hoffentlich nicht im Regen, eine Runde drehen. Aber jetzt gehen wir mal in die Box rein, zeigen wir mal, was uns oder mich oder uns alle hier so erwartet. So, Leute, willkommen in der Box. Das schaut gut aus, ne? Hier fährt der Bruder von Misi. Der fährt hier, die können hier irgendwie Meister werden oder das Ding gewinnen. Und die haben auch wirklich das bestaussehendste Auto, muss ich sagen. Ja, gefällt mir ziemlich gut. Das schaut sauber aus. Mit Red Bull Branding, ey. Läuft bei denen auf jeden Fall. Das heißt, die sind heute natürlich diejenigen oder morgen dann diejenigen, die richtig angas werden. Und wir sind mehr so, oder ich bin mehr so der Chiller. Ich muss ja nur fahren und ein bisschen meine Nordschleife-Lizenz machen. Also da muss man sich zu stark angasen. Das geht schon. Aber schauen wir mal unser Auto an. Oder mein Auto. So, das ist er, Leute. Das ist, wie schon beim letzten Mal, der BMW M235i. Jetzt mit einem anderen Team. Wir sind bei Bonk Motorsport. Ein bisschen bunt. Ne? Letztes Mal war auch schon bunt. Heute mal ein bisschen andere Farben. Passt euch ganz gut. Bin mal gespannt, wie es so sein wird. Hab ja beim letzten Mal schon ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, mich lustig gemacht, aber ein bisschen aufgeregt, weil ich hier ein bisschen Späßchen gemacht habe über den BMW. Ja, das wird diesmal nicht anders, Freunde. Ne? Willst auch was sagen? Wolltest du auch was sagen? Ich muss gerade so lachen. Sag ich Jason Statham oder was? Jason Statham! Ja, hey, genau. Bist du es? Ja. Du lässt mal lachen. Ich hab mal Hallo, Alex. Ich schaue wirklich aus dem Jason. Ja, ich weiß, das kriege ich immer gesagt. Und ich habe auch letztes Mal von dem Foto gepostet bei Facebook, ja. Ja, hier mit dem Fahreranzug von Audi. Und alles, boah, da bist du Audi gefahren. Ich so, ja klar. Geil, ey, wirklich. Du musst das Auto kennenlernen, ne? Ja. Ich würde dir raten, mal hier an diese roten Schnur zu ziehen oder an den roten Schneid. Mal gucken, was dann so passiert. Ja, ne? Kannst du extra Schuh. Mal machen. Ich geh mal lieber weg. Kannst du das machen? Nee, aber eigentlich ein schönes Auto, ne? Ich sag mal, wenn man jetzt hier noch ein bisschen Aufkleber hier so rauf machen würde, dann wäre eigentlich ganz cool. Startnummer 700. Das wäre dann noch so, Cockpit, ich habe es beim letzten Mal schon ein bisschen gezeigt, aber kann man ja auch mal ein bisschen zeigen hier. Du siehst ja hier noch den Feuerhaus. Das ist hier mal hier straßenmäßig. Ne? Also ist jetzt hier nicht so das High-End-Rennauto. Aber so für mich zum Nordschleife lernen tut es das natürlich schon. Ne? Da fahren wir ein bisschen, da düsen wir ein bisschen rum. Machst du wieder Snapchat? Ja, machst du einen Snapchat. Lieber Teilnehmer, herzlich willkommen zum 48. ADAC Barbarossa-Preis. Ich komme hier an der Nordschleife und kriege gleich mal hier so einen Zettel hier, ne, wo drauf steht, dass ich irgendwie so in so einen Raum zum Rennleiter muss und nochmal diesen E-Learning-Test machen muss. Also jeder Fahrer, der hier eine Nordschleife-Lizenz machen möchte, muss sich vorher online, bevor das alles losgeht, online wie so Fragenkatalog, was macht man bei gelber Flagge, was macht man hier, ausfüllen und so weiter. Das habe ich alles letztes Mal gemacht, den ganzen Kurs, saß 2 Stunden im Unterricht und so weiter. Jetzt komme ich gerade hier an, steige in den LKW, sag Hallo und dann kommen die mir mit so einem Zettel entgegen, das ist Zufallsprinzip. Ja, ist klar, ne? Ich fahre genau das zweite Mal hier und zweimal musste ich jetzt den Mist machen. Ja, da rege ich mich auf, Leute. Aber ist doch ein Schmarrn, echt. Ja. So, und deswegen, ne, damit ihr auch mal wisst, was für einen Kack man hier machen muss. Zusätzlich muss man sich Bändchen holen, man muss da oben immer hier Zettel ausfüllen. Das ist wie im alten Rom ein bisschen. Finde ich ein bisschen schade, ne, im Jahr 2016, dass das immer noch so geregelt wird. Aber das ist halt so, ne? Hier am Ring, das ist die alte Schule. Von dem her gehen wir jetzt ein paar Zettelchen ausfüllen und danach schauen wir noch vielleicht noch ein nettes Auto an. Let's go.
Da ist er. Da ist er wieder. Brücki. Ja, Mensch. Voll versteckt, ne? Komm, machen wir hier High Five. Alles fit bei dir? Ja. Ja. Wir sind wieder im Einsatz. Ja, bist nervös, ne? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Was fahrst du denn, Judis? Bandbreite wird ja immer größer bei dir mittlerweile. Ich werde jetzt noch berühmt. Ich finde auch, dass du es ein bisschen ausdehnen sollst, das Video. Ja? Ja, ich will ein bisschen Fame haben. Okay, perfekt. Deswegen sind wir hier. Ich habe gerade gesagt, du hast hier was Schönes. Tada. Der Porsche. Der Porsche. Ich bin ja auch die ersten Rennen und 24-Stunden-Rennen Bentley gefahren. Ja. Bei euch. Und jetzt habe ich so ein paar Einsätze im Porsche bei Frikadelli. Und ja, auch ein cooles Auto und geht richtig gut. Ja. Sag mal ein paar Eckdaten, die Leute wollen immer ein bisschen hier. Die letzten zwei Rennen haben wir gewonnen. Das ist ein SP7-Auto, fahren in der SP7-Klasse, das ist nicht die SP9. Und ja, wir sind da mit dem Auto auf jeden Fall ziemlich gut unterwegs. Ja, passt. Das sagen immer alle. Wir sind gut unterwegs, der Tag war super, wir hatten Spaß. Ne? So, darf man da mal rein? Der liest den Plan. Oh, der Chris hat Wackelhände. So. Ist schon bequem, ne? Das ist voll gut. Ja, Porsche ist mit das bequemste Auto. Ja? Ja, ist wirklich so. Kannst du richtig gut drin sitzen. Hast viel Platz so, nach oben, nach zur Seite. Ich sitze mittlerweile in relativ vielen Autos. Früher bin ich ja immer nur in den gleichen gehockt. Aber jetzt, nachdem ich so ein geiles Hobby habe hier, hock ich immer in irgendwelchen verschiedenen Autos. Nee, aber wenn du groß bist, sitzt du hier in dem Auto auf jeden Fall gut. Also, ja. Ist schon cool, ja. Komm mal rum, Raffi. Ich muss mal hier ein bisschen hier zeigen, was wir hier so haben. So. Damit die Leute wollen ja auch sehen, was wir haben. Ne? Kannst Lenkrad auch abnehmen, wenn du willst. Ja. Oh, Junge. Fass das Lenkrad. Der Daniel kann leider nicht fahren am Wochenende. Fass das Lenkrad. Kurzen blaues Auge. Fast mal einen Zahn verloren, ey. So, ja, das ist ja. Ist auch relativ selbsterklärend, was ich aber gerade gesehen habe. Raffi, halt mal rauf hier. Titz. Ah, da kommt wieder das Kind in mir raus, ey. Da muss man jetzt mal nein zoomen, ey. Was sind denn Titz? Darf ich nicht näher drauf eingehen? Ach so. Nee, es ist wie beim Bentley Motor Mappings, kannst du da einstellen. Also. Große Tits oder kleine Tits? Große Tits oder kleine Tits? Je nachdem, was man will. PS? Was hat er denn PS? Ja, was hat er denn? Der hat knapp 500. Ja. So, Andi, wir dürfen ja nicht mehr fahren in der SP7. Also, wir haben offenen Restriktor, dürfen aber nicht mehr als 500 fahren. Haben dafür 1350 Kilo. Steht dir gut, so ein Porsche? Ja? Ja. Hat mir letztes Mal schon gut gestanden. Video, man kennt den nicht, ey. Das sah auch schon gut aus, ne? Ja, macht schon was her, der Koffer. Schon gut aus, sitzt schon gut drin. Würde ich jetzt natürlich lieber fahren wie den wunderbaren BMW. Der könnte so ein paar PS noch mehr vertragen, der BMW. Der auch. Aber so hat halt ja jeder seine Klasse und seine Aufgabe, ne? Wollen wir tauschen? Fahrst du den BMW? Also würde ich, was sagen wir, Daumen hoch, oder? Für das Auto. Für das Daumen, für das Auto, für den Daumen. Für das Auto, Daumen hoch. Für mich. Ja, in der Tat, ich bin auch noch nie ein langsames Auto hier gefahren. Und ich würde mal gerne ein langsames Auto fahren. Ohne Witz, ja, um mal zu sehen, wie das ist im Verkehr, weißt du? Nein. Ist beschissen. Ja, aber ist total beschissen. Glaube ich. Ist schwerer, als wenn du ein dickes Auto fährst. Weil du fährst dein eigenes Rennen und musst noch immer nach hinten schauen. Das ist schon heavy. Aber ich schieb dich ein bisschen auf der Döttinger Höhe am Wochenende. Ja, machst du? Ja, klar. Raffi, Käfer. So, ich bin in Schale geschmissen. Es geht gleich los. Wir fahren raus auf die Nordschleife. Und Raffi darf mitfahren. Kleines Geburtstags-Mitfahrgeschenkchen sozusagen. Und ihr fahrt natürlich auch mit. Auf geht's. Jo, beste Startnummer, Leute. So Leute, das war der Tag. Ich weiß, ihr habt jetzt eigentlich gerade jetzt an der Stelle eine Onboard erwartet. Aber leider hat es nicht so funktioniert, wie das so eigentlich hätte funktionieren sollen. Wir sind zwar ins Auto gestiegen, wollten losfahren, damit ihr nicht glaubt, wir hätten euch angelogen und sind nicht wirklich mitgefahren. Raffi saß drin, aber er hatte das leider nicht so ganz im Griff mit der GoPro. Nein. Wir blenden mal kurz den Fetzen ein, den der Raffi für euch mitgefilmt hat. Wenn das dann kommt, dann läuft es. Okay. Ist aber hier auch. Ich glaube nicht. Ne? Oh. War ich nicht rum. Oh.
ganz ehrlich, also viel filmen könnte ich da eh nicht. Ja. Das war eigentlich nur der Start. Der Startziel war das. Und was wissen wir sehen? Nein, Leute. Startzielkurve oder was? Heute ist genau das passiert, was immer im Motorsport mal wieder passiert. Wir wollten losfahren, kam das Auto gerade an, war Radlager kaputt, musste man reparieren. So, haben schon ewig viel Zeit verloren. Dann sind wir eingestiegen, haben wir gedacht, komm, jetzt können wir noch drei Runden wenigstens ein bisschen ballern, noch ein bisschen für euch hier schöne Aufnahmen machen. Und was war dann? Dann ist ABS auch noch verreckt. Da sind wir, glaube ich, rausgefahren. fünf Kurven gefahren, da standen wir schon. Da standen wir schon in der Wiese. Oh, ich habe angebremst, das ABS hat komplett gesponnen, war einfach neutral auf einmal drin und das Ding Auto hat nach links gezogen. Und ich stand in der Wiese. Rein, drin war Staub, ich dachte, es brennt erst, Alter. Da kam von uns so viel Rauch irgendwie, Alter, brennt jetzt hier. Ganz schön viel Staub im Auto. Ich könnte jetzt anfangen, wieder über den BMW zu lästern, aber dann hasst ihr mich wieder alle dafür. Ja. Wobei das hier dann Beweis war, ne? Richtig Qualität. Ja, ja. Aber das lassen wir jetzt, ne? Auf jeden Fall, das war der erste Tag. Ne, seht mal, es läuft nicht immer alles nach Plan, ne? Das ist nun mal so. Aber morgen früh geht's wieder los um 8 Uhr. Ich hoffe, dass der zweite Teil für euch so hinhaut, wie ich es mir vorstelle, dass wir dann die Lizenz kriegen, dass ich noch ein bisschen Onboard machen kann. Da kann zwar der Raffi nicht mehr mitfahren, aber... Ja, leider. Mein Gott. Jetzt gehen wir noch deinen Geburtstag ein bisschen feiern, ne? Schön Weizen gibt's heute. Schön Weizen. Ja. Ja. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Haut's rein, Freunde der Sonne. Und immer schön liken. Ciao, ciao. Peace. Ja, ich war übrigens der Kameramann. Schönen Abend noch.